Er ist nicht nur Mitveranstalter von Horses and Dreams, sondern sicherlich auch einer der größten, wenn nicht der größte Züchter in Deutschland mit seinem Gestüt in Lewitz. Und ein Pferd, das dort gezogen wurde, das werden wir in dem Finale der Youngster Tour sehen, ist auch Beschäler der Deckstation Schockemöhle Chacun. Paul Schockemöhle, erzähl uns ein bisschen was über diesen Hengst. Ja, Chacun Blue, wie er heißt, ist ein Chaco Blue Sohn. Chaco Blue selbst war einer meiner Lieblingshengste. Er hat dann eine Cartoon-Mutter, das war ein Cartago, ein Continue-Pilot, also bestes Holsteiner Blut mit Westfälischem vermischt. Und danach geht er dann später wohl auf mein bestes Pferd, was ich je hatte, Askan, zurück. Und dessen Art hat er zu springen. Und ich hoffe, dass er einer der besten jüngeren Pferde ist, die ich je gezogen habe. Der züchterische Erfolg ist ja das eine, hat natürlich auch einen Spitzenjockey. Florian Meyer zu Hartum sitzt da im Sattel. Wie viel Prozent davon, dieser Qualität von diesem Hengst im Parcours, ist tatsächlich Genetik? Wie viel ist reiterliche Qualität? Sicherlich, jedes Pferd muss gemacht werden. Man kann sie nicht von der Weide holen und gleich im Parcours reiten. Florian hat einen hervorragenden Job gemacht mit diesem Pferd. Er reitet das Pferd schon relativ lange. Man sieht aber immer eigentlich alle 4 Wochen Fortschritte, und das Pferd ist lernbegierig und macht es ihm insoweit relativ einfach, ihn auszubilden. Aber Florian macht das schon sehr gut. Ja, wie gesagt, er ist Deckhengst. Chaco Blue ist ja leider nicht mehr unter uns. Ist das so einer, der in die Fußstapfen dieses berühmten Vererbers treten könnte, als Nachfolger von Chaco Blue? Ich würde mich sehr freuen, wenn man ihn sieht, in der Art zu springen, wie er sich gibt. Dann gibt das zur Hoffnung Anlass. Chaco Blue war natürlich außergewöhnlich, ist leider zu früh eingegangen und hat aber gerade in den letzten Jahren über seine Nachkommen fantastische Erfolge feiern können. Ja, und den Spaß und die Freude machen wir uns jetzt mal im Live-Kommentar mit Paul Schockemöhle, die Runde von Chacun Blue im Finale der Youngster Tour. 2 Tage bereits fehlerfrei in den Youngster Touren unterwegs, natürlich fürs Finale qualifiziert. Der Auftritt von Florian Meyer zu Hartum und seinem Chacun Blue. Paul Schockemöhle, aus der Sicht eines Springreiters. Jetzt sind wir gespannt. Ja, Chacun Blue ist ein 7-jährig Mecklenburger. Ich habe ihn selbst gezogen, habe immer auch einige Stuten in Mecklenburg, weil ich in Mecklenburg mein Gestüt zu Hause habe, auch eingetragen. Selbst ist ein Pferd, der als Springpferd eigentlich alles mitbringt, was man braucht. Vermögen, sicherlich das Erste, aber zweitens eine super Technik, drittens sehr vorsichtig, viertens entsprechend Blut und von seinem Vater auch hat er doch sehr viel abbekommen, nicht nur die Art zu springen, sondern auch die Kampfbereitschaft. Und das ist schon doch relativ außergewöhnlich, wie er das als 7-Jähriger hier abspult. Auch hier wieder sehr schnell im Vorderbein, für ihn alles ganz, ganz lässig. Das Einzige, wo wir auf noch ein bisschen dran arbeiten müssen, beziehungsweise wo wir versuchen, ihn noch mehr, er ist noch nicht richtig im Turniergeschehen drin. Er ist sehr gut zu reiten, aber trotzdem innerlich doch relativ gespannt, und er frisst sehr schlecht und er verliert doch immer viel Gewicht auf dem Turnier. Du bist entspannt auf dem Turnier. Dieses Futterproblem hast du nicht. Ich bin auch schon seit 50 Jahren doch relativ regelmäßig auf Turnier, und deswegen ist das für mich doch tägliches Einerlei geworden. Imposante Runde, da sprach die ganze Welt von, wie man so schön sagt. Auch die Jury oben auf dem Turm, Jochen Geilfuß war ja da, der auch das Bundeschampionat richtet, war von der Art und Weise hier wirklich begeistert. Es ist ein Ausnahmepferd oder ist das übertrieben? Es ist sicherlich ein Ausnahmepferd. Er hat jetzt auch noch eine relativ starke Doppelbelastung, weil er ist tatsächlich im Deckeinsatz und nimmt trotzdem am Sport teil. Und das ist natürlich nicht so einfach für ihn.